Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben Freitag, früh am Morgen. Papa fährt gleich los in die Stadt, ein paar Einkäufe machen, die restlichen Drainagerohre abholen. Mit noch 27, 28 Rohre warten noch drauf, abgeholt zu werden. Und der Etti liegt hier draußen auf seiner Flocke und bellt die Grashüpfer an. Er weiß, was er tut, sagt er. Und das ist gut so. Hier haben wir schon mal das Trampolin vorhin weggeräumt. Hier machen wir den Zaun heute auf, heute Mittag, wenn ich wiederkomme. Weil heute der Baggerfahrer kommt, der wird da einiges gebaggert. Und Eddie, jetzt hör auf, da ist niemand. Ich fahre jetzt gleich in 5 Minuten los. Und wie gesagt, dann geht's ab. Dann haben wir alles da. Und wenn alles glatt läuft, so hoffe ich. Gehen am Montag hier die Arbeiten schon los mit den Buddlern. Und das wäre echt mega, da freue ich mich schon sehr darauf. Ja, dann hatten wir das nämlich auch fertig, die Baustelle. Ja, ansonsten, was steht noch um? Hühner kriegen wir heute wahrscheinlich. Ja, gucken, wenn Zeit ist, mache ich auf jeden Fall den Pool, werde ich schon mal anrichten, aufsetzen. Und ja, nee, abschleifen heute nicht mehr. Wir holen Farbe, habe ich die falsche. Also ich habe Klarlack mitgeholt. Der Mann sagte aber, dass wenn wir das nur überstreichen, reicht das auch. Und dann muss die Veranda nicht abgeschliffen werden. Und was sollen wir uns die Arbeit machen, wenn das hinterher auch gut aussieht? Und deswegen werde ich da wohl mir eine schöne Farbe aussuchen. Da muss die Mama und ich aber jetzt noch gucken, was für eine Farbe wir dann nehmen. Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Dann melde ich mich später nochmal rein und berichte, was sie gegeben hat. So, alles erledigt, alles bekommen. Ich habe die Rohre alle im Auto. Die habe ich noch nie ausgeladen, weil ich noch zu faul. Ich zeige euch das mal. Da hinten liegen sie noch drin. Dann haben wir verschiedene Farben geholt. Noch einmal Pilzschutz haben wir nochmal geholt. Dann haben wir einmal Farbe in dunkles Braun, was wir da oben einfach nur überstreichen wollen. Und die Balken, die wollten wir abschleifen, weil die sind nicht mehr schön und die wollten wir dann transparent überlackieren. Und Moment, da habe ich noch hier so ein paar Winkel mitgenommen. Nicht Winkel, hier so Einschlaghülsen zum Basteln für Papa. Und die Lampen haben wir heute gekriegt, die restlichen beiden, die waren schon da, haben wir abgeholt. Und den Hühnerstall hat der Calvino schon fein gemacht. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Da gehe ich mal hin mit euch. Mir geht es wieder richtig gut, nur die Stimme ist ein bisschen weg. Wahrscheinlich fängt der Stimmbruch jetzt an. Nein. Oh, hier liegen noch Wäscheklammern rum. So, fleißig, fleißig waren wir. Das Tor kennt ihr ja schon. Tack, zarab. Hier haben wir schon alles zugemacht, damit da kein Huhn reinkommt, beziehungsweise auch kein Fuchs. Hier unten noch kein Marder. Dürfen die Hühner schlafen. Ich habe die Tür, habe ich hier einmal die Scharniere wieder neu gemacht. Wir wollten das grün anmalen, hat aber keine schöne Farbe. Und hier, zack, mal abschließen. Haben wir die alte Tür wieder reingemacht. Hier oben haben wir zugemacht, da haben wir zugemacht. Hier oben lassen wir offen, da ist ja der Auslaufer zum Pennen, werden die reingehen. Wir packen die da wieder 24 Stunden rein, haben dann Hausarrest. Und bei uns in Deutschland haben wir es auch immer so gemacht, dann haben sie sich da als Schlafplatz dran gewöhnt. Da sind sie auf jeden Fall sicher vor Fuchs und Marder. Und heute Abend holen wir sie ab. Ja, ich bin gespannt. Alle sind gespannt. Very excited. Dann wollte ich da heute noch Außenspüler holen, aber das war alles ja so hektisch heute und hin und her. Und dann habe ich gesagt, egal, ich hole die Tage, würde ich die holen. Im Baumarkt einfach. Aber da ist eine andere Baustelle. Machen wir irgendwann. Jetzt warten wir auf den Baggerfahrer. Ich denke, so gegen 16, 17 Uhr ungefähr wird er kommen, der Baggerfahrer.
Und ja, so lange chillen wir noch. Papa, komm mal her. Komm mal her. Halt dich fest beim Papa. Oh. Die kleine Maus. Die Mama macht die Muschel sauber. Die sind so schön. Ja, haben wir selbst gefunden. Ja, Im Laden. gekauft. Haben wir gekauft. Ja, die Mama. Ja, den Zaun machen wir gleich weg, wenn der Baggerfahrer kommt. Und dann haben wir das auch hier endlich fertig. Das wird alles schön gerade gemacht gleich. Dann geht's zu Mama, Eule. Ja, so sieht's aus. Am Montag geht's los mit der Drainage. Genau, noch gar nicht erzählt. Um 6 Uhr haben die Jungs gesagt, wir wollen anfangen. Die fahren 2 Stunden ungefähr hin. Ich hoffe, die sind dann ausgeschlafen. Und ein Freund von mir, der kommt auch, der überwacht das alles, der weiß, wie man Drainagen legt, der steht mir da mit Rat und Tat zur Seite. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Und da bin ich echt dankbar, dass der dann auch so früh kommt. Dafür gibt es Kaffeebrötchen, mittags gibt es eine Pizza oder je nachdem, was die haben wollen. Das geht alles dann aufs Haus bzw. auf den Tisch. Gibt es von uns gesponsert natürlich, Essen und Verpflegung. Ja. Da haben wir die Baustelle auch und die haben gesagt, das wird alles am Montag fertig. Da bin ich gespannt. Aber die kennen sich aus, da müssen sie hier graben. Die werden das schon hinkriegen. Bin da guter Dinge. Ja, so sieht's aus. Schön, es wird. Rollos kriegen wir auch in Mitte August. Da war gestern der nette Mann nochmal da, hat uns ein Angebot gemacht. Das haben wir jetzt keine 1000 Euro für Rollos. Und Fliegengitter, Moskitonetze zum Runterklappen, dieses amerikanische System ist das. Ja, und für die Drainage haben wir es knapp 1100 bezahlt. Plus dann halt Pizza, Getränke. Und ich werde den Jungs sowas geben, natürlich, die da jetzt kommen und mithelfen. Und ja, ansonsten hat sich ja gar nichts getan, ne? Außer Ja, das eine alles. Menge. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meinen Gedanken, Ja. so viel wie hier passiert jeden Tag. Jeden Tag Wahnsinn. Ja, es tut sie wirklich eine Menge. Genau, Holzlack habe ich auch geholt. Das machen wir aber übernächste Woche. Nächste Woche mal zum Ballaton, haben wir gesagt. Na, Mittwoch haben wir uns ausgekoren, weil das der schönste Tag ist. Wollten wir mal da hinfahren. Was denn? Das würde ich nicht sagen. Jo, nächste Woche wollen wir dann zum Ballaton. Genau, einen Tag wissen wir noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall nicht den Montag, weil da wird ja die Drainage gelegt. Ja, ansonsten gleich wieder ein bisschen aufräumen. Da hinten die Mülltonne ist voll. Da haben wir halt so Draht und alte Gerümpel aus dem Hühnerstall jetzt reingemacht. Der Calvino war da echt fleißig, hat alles sauber gemacht. Das Trampolin haben wir auch schon mal weggekarrt, wenn der Baggerfahrer kommt. Ja, so sieht's aus. Jetzt trinke ich erstmal ein großes Glas Wasser oder zwei. Und die Maus, die macht die Zeig Muschel mir mal sauber. meine Muschel. Ihr Lieben, bis später mal. Der Etty sagt, die neuen Hängesessel sind gemütlich. Schaut's euch an. Die hat noch nicht gegessen. Nimmt. Jetzt packe ich mal die Er Tüte sagt, hier weg. das ist super gemütlich. Ich zeige das gerade, wie er chillt. Ja, er mag die Hängematte. Er mag die Hängung. Der Papa hat Essen, Livia. Möchtest du essen, mein Sonnenschein? Okay, dann muss ich mal kurz unterbrechen. Raubtierfütterung von der Quietschboje. Mäuschen, komm zu Papa. Bis gleich. Hallöchen, ihr Lieben. Wir sitzen hier und warten und warten. Und ich glaube, der Baggerfahrer kommt gar nicht mehr. Wir haben mittlerweile schon 5:30 und warten. Mit der Hühner ist auch noch kein Anruf gekommen, dass wir sie abholen können. Kinder sind auf heißen Kohlen, vor allem die Mama. Und wir warten und warten und warten auf die Tomaten. Sorry. Haben wir schon Übungen drin im Warten? Ja. Was soll's? Ich werde dann heute mal um 19 Uhr rüberfahren und nachfragen, was passiert ist. Der hat ja meine Nummer auch nicht. Der Baggerfahrer, ein bisschen mal tauschen. Vielleicht ist ja was dazwischen gekommen. Vielleicht ist wieder der Hydraulikschlauch geplatzt, keine Ahnung, nem to dom. Da werde ich da mal nachfragen. Das Gute ist, es läuft nicht weg. Dann wird es halt vielleicht Sonntag gemacht oder zeitnah irgendwann nächste Woche. Mal schauen.
Ja, so sieht's aus. Wir sitzen hier und schwitzen. Und ja, mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was passiert. So, ihr Lieben, Operation Huhn ist gelandet, ist completed. Die Hühner sind im Stall, alles dicht gemacht. Der Etty ist völlig außer Rand und Band. Der rennt da im Kreis, klar. Er kennt den Geruch. Er sagt, er hat das schon mal geschmeckt, den Barf. Er ist halt neugierig. Ja, wir haben von einer Freundin noch hier Tomakos gekriegt und Brombeeren. Einen ganzen Sack voll. Den gebe ich gleich der Mama. Die werden wir uns wahrscheinlich einfrieren. Hier von ein Geschenk. Oh, ich dachte jetzt, das ist Pudding. Ne, Brombeeren und Tomaten. Geil, super. Ja, ja, der Baggerfahrer hat sich entschuldigt. Der konnte halt nicht anrufen, weil er die Nummer nicht hat. Wir hatten die Nummern getauscht, halt nur vor Ort immer gesprochen. Und hat gesagt, kein Problem. Morgen früh um 8 Uhr ist er am Start. Und dann geht es hier am Mazamba. Er sagte, aber es ist aber Regen morgen. Ist aber kein Problem für ihn, ob das für mich ein Problem ist. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Smurfy, hey, Schere, Smurfy, komm hier. Oh, komm mal hier, fein. Er hört die Hühner halt, die gackern, die unterhalten sich noch ein bisschen. Ich habe gesagt, die dürfen noch bis 8 Uhr aufbleiben, 10 Uhr aufbleiben. Bis zur Halbzeit. Heute spielt 1860 gegen Borussia Dortmund. Und danach, Husch auf die Stange und wird geschlafen. Jetzt ist halt völlig außer Rand und Band. Ja, wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit futtern. Ich habe mir noch einen Toast reingeschmissen und ein bisschen Brot machen. Und jetzt werde ich den Ochsenfrosch hier auch mal rein komplimentieren. Und dann wird geschlafen. Smurfy, komm mal hier. Komm mal fein. Ihr Lieben, ich mache morgen nochmal eine Komplettzusammenfassung von dem Material für die Drainage. Erzähle euch noch ein bisschen was zu. Zeige euch, was der Bagger hier schafft. Wir machen den Zaun weg und machen wir ein bisschen neu. Melde ich mich morgen in alter Frische. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute beim Vlog. Gleich viel Spaß bei der Michaela. Und ich wünsche euch danach einen wundervollen Abend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss.